ja, wen wir dabei haben, das sind ca. 30 Leute zwischen 13 mittlerweile und 25 Jahren, die auf der Suche sind nach ihrem persönlichen Weg, aber auch nach gesellschaftlichen Fragen, die was machen wollen. Und wir fahren zu Unternehmen, zu Projekten, zu einem Bauernhof, also zu verschiedenen Orten, wo man das Gefühl hat, da ist eine Idee irgendwie lebendig. Da sind Leute dabei, die Welt zu gestalten, ein Stück weit. Natürlich ein Stück weit, aber das sind da Ideen, die einen wirklich inspirieren können. Ich finde es schön, jetzt hier mitzufahren und ein bisschen Sport zu machen. Aber ich will auch mehr sehen, wie kann ich meine Zukunft als kleiner Mann ändern. Hier werden mir Ideen vorbereitet und wir machen selber, entwerfen ja selber zusammen Ideen, wie man was verändern kann. Das finde ich gut, dass man selber Vorschläge mit reinbringen kann, wie man was verändert. Paideia ist ein gemeinnütziger Verein, entstanden in der Ruhr-Universität Bochum. Wir helfen halt sozial benachteiligten Jugendlichen, indem wir halt in die sozialen Brennpunkte gehen und da aktiv Multiplikatoren ausbilden. Wir versuchen aus den sozialen Brennpunkten die dominanten Leute da rauszufiltern. Diese Leute aktivieren wir dann halt und versuchen mit Bildung anzusetzen. Halt nicht auf dem direkten Weg, dass man halt auch sagt, wir setzen jetzt bei dir mit Bildung an. Man fängt dann halt mit Sportaktionen an und Sachen, wo man merkt, ja, das könnte die Leute interessieren. Und ganz nebenbei schmeißt man dann halt ein bisschen Bildung mit rein. Und wenn man das so macht, das macht das Ganze auch interessanter und so werden halt die Jugendlichen aktiviert und letztendlich zu Multiplikatoren ausgebildet. Das heißt, sie verändern ihre Gegend durch ihre Einstellung, durch die neue Erkenntnis, die sie gemacht haben. Die Bildung, von der wir reden, ist nicht Bildung im Sinne von Ausbildung, sondern Bildung im Sinne von Selbsterkenntnis. Man lernt mehr über sich und sieht, wo man gerade steht. Es geht halt in erster Linie darum, dieses Bewusstsein zu verändern oder diese Bereitschaft zu fördern, selbst wieder Initiative zu ergreifen und aktiv zu werden. Und deswegen ist unser Konzept halt am Anfang mit Sport und mit Interessen von jungen Menschen irgendwo denen zu begegnen, um dann später natürlich auch das Interesse für andere Dinge zu wecken. Das ist eigentlich das die Idee hinter unserem Verein. Ja, dass Paideia da war, das fand ich echt schön. Das System, was sie haben und wie es alles regeln, finde ich echt schön und hat mir sehr Spaß gemacht. Also die ersten Programmpunkte, die wir hatten, fand ich echt schon super. Morgen wird ja mal ein bisschen mehr geradelt als heute. Wir hatten ja heute nur ein kleines Stück, was wir hatten an Programm, weil die ganzen neuen Leute kommen. War ein bisschen chaotisch, denke ich mal auch. Aber ich freue mich auch schon richtig auf morgen.